Sollte Coco wirklich an ADHS leiden, stellt sich für Ingo Lenzen zudem die Frage, warum die Schülerin erst seit ein paar Monaten das dafür typische Verhalten zeigt. Sarah Grüner hat zu dem Thema recherchiert. Sag mal, hast du da noch irgendwas über ADHS rausgekriegt? Ja, genau. Also ADHS kann halt erblich bedingt sein, ne? Aber ja, muss nicht. Und es ist halt eben so, wenn man jetzt tatsächlich schulische oder familiäre Probleme hat und so weiter, dann kann sich das Ganze eben auch tatsächlich verschlimmern, ne? Also da ist die Liste lang, ob das jetzt Trennungen sind, Streitigkeiten eben innerhalb der Familie, falsche Erziehung und so weiter. Oder eben halt auch Mobbing tatsächlich, ne? Das würde ja passen, weil also Coco kommt ja mit dieser Frau Horn anscheinend nicht besonders gut klar. Ja, und vielleicht ist das ja ihr Verhalten auch irgendwie ja, so eine Art Hilferuf oder so. Ja, denkbar ist das. Ich meine, eins ist mal klar, ne? Die Horn scheint die Coco ja wirklich auf dem Kieker zu haben. Deshalb soll Sarah Grüner nachforschen, ob die Lehrerin schon zuvor wegen ähnlicher Konflikte auffällig wurde. Der Anwalt ist erleichtert, dass Lisa Schmidt ihre Tochter nun doch auf ADHS testen lässt und erwartet tags darauf gespannt das Ergebnis. Ist Ihre Tochter da? Ja. Ja, darf ich? Sie ist im Zimmer, gerne. Ja, danke. Natürlich. Na? Geht's dir gut? Mhm, ja. Sicher richtig gut? Mhm. Tja, so sind die Kids, ne? Ja. Wie immer. Felix ist auch da. Hallo, Herr Schmidt. Hallo. Ja, ich habe mit meiner Frau Grüner gesprochen. Und die hat sich mal ein bisschen in diesen Foren umgesehen, was so über die Frau Horn da verlautbar wird. Okay. Also Tatsache ist, da gibt es eine Menge Leute, die sich über die beschweren. Aber von Mobbing kann man da nicht unbedingt ausgehen. Okay. Was hat denn der Arzt gesagt? Na, der Arzt hat schon ein paar Tests durchgeführt und war bei manchen Ergebnissen gar nicht so erfreut. Irgendwie. Ja, was hat der jetzt vorgeschlagen, der Arzt? Gibt es da ein Ergebnis, oder? Na, der Verdacht liegt auf ADHS. Ja. Aber es ist kein sicheres Ergebnis. Wir brauchen noch viele weitere Tests, um überhaupt feststellen zu können, was sie wirklich hatten. Also es gab. Aber es könnte möglich sein, dass es ADHS. Ja, es könnte. Aber wir hatten auch genug Situationen, wo sie ganz entspannt war. Ja, also das heißt, man muss da abwarten. Ja? Also wenn nicht klar ist, dass ADHS ist, dann darf man noch nicht danach therapieren und das Mädchen. Ja, aber der Arzt hat gesagt, man könnte mit kleinen Dosen schon mal anfangen. Man könnte so ein bisschen irgendwie mit Tabletten oder so ein bisschen wenigstens schon mal. Ja, klar. Aber das ist ein Riesenrisiko. Dass die Stimmung runterkommt. Ja, und du möchtest, dass ich meinem Kind Drogen zufüge, oder was? Es einfach mal zum Punkt und einfach mal sagen, ja, komm, hier, nimm mal was und dann geht's dir besser, oder was? Ja, na klar. Hast du schon mal über die Nebenwirkungen nachgedacht? Depressionen, Wahrnehmungsstörungen? Was ist denn jetzt schon wieder los? Die ist aber auch... Streitet ihr euch schon wieder? Nein, Schatz, nee, komm, machen wir nicht. Alles in Ordnung. Ist alles okay? Alles gut, wir unterhalten uns nur. Nichts Gravierendes. Geh ins Zimmer. Die ist auch beim Trampolinspringen schon runtergefallen. Weißt du, was soll noch alles passieren? Die ist so hübsch. Ich werde einen eigenen Anwalt suchen und werde das dann auch selber klären müssen, anscheinend, weil es ja anders nicht geht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Haben Sie das gesehen? Habe ich, ja. Sie sehen doch, ich bin gleich wieder an einem schuld. Es liegt an mir. Er will Sie mit Drogen am liebsten vollpumpen. Naja, so extrem würde ich es jetzt nicht formulieren. Aber er würde ja am liebsten schon die Medikamente verabreichen lassen. Ne? Das sehe ich genauso, ja. So, und jetzt geht er zum Amtsgericht und will da einen Antrag stellen. Aber da machen Sie sich jetzt mal nicht solche Sorgen wegen dem Sorgerecht. Ja, kann er mir das wegnehmen? Nein, so schnell passiert das nicht. Haben Sie die Coco eigentlich darauf angesprochen, auf diesen Streich im Lehrerzimmer? Ja, natürlich. Und? Aber sie meinte, sie hat überhaupt nichts gemacht. Dass alles in Ordnung war. Gut. Dann will ich jetzt einen Integrationsbeauftragten bitten, dass er sich der Coco annimmt. Okay. Der wäre dann so eine Schnittstelle zwischen uns und der Schule. Okay. Gut, dann machen wir das. Ich kümmere mich darum und melde mich wieder bei Ihnen. Okay. Ja? Und Sie beobachten die Coco. Ja, natürlich. Ja? Auf jeden Fall. Danke. Ja, bis dann. Ciao. Während Sarah Grüner mit Hochdruck weiter zu Cocos Lehrerin ermittelt, erreicht Ingo Lenzen die Info, dass dem Antrag auf eine Schulbegleitung für das Mädchen stattgegeben wird. Doch die Freude darüber währt nicht lange. Prima. Ja, tschüss. So. Erzähl. Also. Das Amt hat die Integrationshilfe tatsächlich bewilligt. Jetzt haben wir eine Eingliederungshilfe und die Schule hat auch zugestimmt. Die sagen auch, das wäre völlig in Ordnung. So, das heißt, für Coco ist jetzt eigentlich alles auf den Weg gebracht. Ah, das ist so gut. Ne? Ja. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Auch. Und weißt du, wer sich auch freut? Frau Schmidt. Und die ruft an und sagt: Ja, macht es, macht es. Frau Schmidt? Ja? Ja, Lenzen hier. Ich hab, Hallo. Ich hab. Nein, ich muss ins Krankenhaus. Coco ist verletzt. Coco ist gestürzt. Ich habe jetzt keine Zeit. Ist schlimm? Ich muss ins Krankenhaus.
Okay, dann dann fahren Sie zu sich und packen Sie zusammen. Wir kommen zu Ihnen und dann können wir den Rest noch besprechen, okay? Okay, danke. Ja, bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss. Ingo Lenzen und Ben Handke können die Sorge der Mutter nachempfinden. Die Umstände von Kokos Sturz sind dabei äußerst rätselhaft. Umso dringender ist es, die Ursache für das in letzter Zeit sehr auffällige Verhalten der Gymnasiastin herauszufinden. Frau Schmidt? Ja, bitte. Hallo. Hallo, was ist los? Na, wie Sie gehört haben, ist ja Coco gestürzt. Sie war heute Morgen bei ihrem Vater, kam zurück, hat sich schon irgendwie sehr seltsam benommen, irgendwie völlig aufgedreht und alles. Meinte, sie möchte gerne noch spielen, dann war sie hier unten, war auf den Stromkasten raufgeklettert. Coco? Coco, was machst du da? Komm da sofort runter! Mama, guck mal! Was treibst du da? Ich kann fliegen! Nein! Ich bin sofort natürlich runtergerannt. Coco! 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 Kind, was ist los? Und sie war, als wenn sie high wäre. Sie war völlig, völlig aufgedreht. Noch mal. Sie hat überhaupt gar kein Schmerzempfinden gehabt. Sie hat sich am Kopf verletzt. Und trotzdem hat sie so getan, als wenn sie gerade gekillert worden ist. Jetzt ist sie im Krankenhaus und ich mache mir natürlich jetzt totale Vorwürfe, ob Felix vielleicht nicht doch recht gehabt hat und sie ADHS hat und hätte vielleicht eine Tablette nehmen müssen oder... Jetzt machen Sie sich darüber nicht solche Sorgen. Genau. Wie kommen Sie denn da hin? Es ist alles geregelt, es ist alles in Ordnung. Ich habe einen Fahrer und... Okay, dann machen Sie das. Genau, und rufen mich nachher nochmal an und sagen mir bitte, wie es ihr geht, ja? Ja, mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank. Ingo Lenzen ist froh, dass Coco nur leichte Verletzungen davon trug und nach einer Kliniknacht heim darf. Der Anwalt hegt jedoch einen heiklen Verdacht, den die Blutergebnisse der 12-Jährigen bestätigen. Anlass für ein dringendes Elterngespräch. Ach, was wollen Sie denn hier? Tja, Guten Tag. Wir haben was zu besprechen. Ist gar nicht so schlecht, dass Sie dabei sind. Na denn, kommen Sie mal mit rein. Hi. Schön, dass ihr es geschafft habt. Also ich glaube tatsächlich, dass es gut ist, dass Sie da sind. Sie haben ja, Frau Schmidt, ganz kurz ein bisschen Ihr Erstaunen geäußert über die Reaktion von der Coco, nachdem die da gestürzt ist. Ne? Sie erinnern sich? Ja. So, und da haben wir natürlich darüber nachgedacht. Und ich habe meine Assistentin, Frau Grüner, mal gebeten, sich einfach mal so die Nebenwirkungen von diesen Medikamenten anzuschauen. Ne? Und deshalb haben wir auch das Blut von der Coco ins Labor zur Untersuchung gegeben. Damit waren Sie auch einverstanden. Richtig, natürlich. Genau, dann würde ich noch mal kurz was zu der Wirkung von diesen ADHS-Medikamenten sagen. Also wenn Kinder wirklich an ADHS leiden, dann ist es ja sehr hilfreich, dann werden sie dadurch konzentrierter und so weiter. Ne? Es wirkt sehr beruhigend. Das Problem liegt aber darin, wenn Kinder eigentlich gar kein ADHS haben und trotzdem diese Medikamente bekommen. Was hat das mit Coco zu tun? Coco nimmt keine Medikamente, daher, das glaube ich, spielt das keine Rolle. Jetzt, Entschuldigung, das ist genau das Problem, was wir haben. Coco hat die Medikamente genommen, denn die Medikamente sind ja im Blut von der Coco aufgefunden worden. Ganz genau. Und dann haben diese Medikamente nämlich auch die gegenteilige Wirkung. Und zwar euphorisierend und so weiter, angstlösend. Na, dann bilden sich die Kinder ein, sie könnten vielleicht sogar fliegen. So, und das ist jetzt genau die Frage, Herr Schmidt. Sie wissen, was kommt, oder? Also, was haben Sie gegeben? Nichts. Ich habe einfach von Nicks Vater auch mal so eine Tablette ausprobiert. Der hat mir gesagt, das hat mir gezeigt, wie das zu machen geht. Und dann habe ich das auch einfach mal probiert bei Coco und habe es ins Müsli gemischt. Ist das dein Scheiß Ernst? Ist dir bewusst, dass sie hätte sterben können? Sie wissen schon, dass es gefährliche Körperverletzungen ist, was hier begangen hat. Ja, es tut mir auch sehr leid. Ich wollte ihr einfach nur helfen. Ich dachte nur, weil das mit den ganzen Vorfällen und dann kam eins nach dem anderen. Und dann, Herr Schmidt, ich dachte einfach nur, ich helfe ihr damit. Dass Sie damit Ihr Sorgerecht gefährdet haben, oder? Ich würde jetzt ganz gerne einmal mit Coco alleine reden. Wäre das in Ordnung? Natürlich, gerne. Ja, okay. Da Coco offenbar nicht unter ADHS leidet, muss es eine andere Ursache für die Ausraster der Gymnasiastin geben. Darf ich? Ja. Guckst du traurig? Ich will nicht, dass Papa mich nicht mehr sehen darf. Das wird doch nicht passieren. Ich hab euch gehört. Ja, ich weiß. Die haben sich gestritten. Aber da musst du keine Angst haben. Das verspreche ich dir. Ganz sicher. Aber sag mir doch mal, was wirklich mit dir los ist. Ich meine, eins ist doch klar. ADHS hast du nicht. Ich hab dich ein paar Mal beobachtet. Hm? Und da warst du überhaupt nicht hibbelig. Gar nicht. Nur dann, wenn du gemerkt hast, dass dich jemand anschaut, dann wurdest du hibbelig. Und das Ganze hat so angefangen mit deinem Wechsel zum Gymnasium, ne?
Und als Mama und Papa sich getrennt haben, oder? Nick hat erzählt, seitdem seine Eltern wissen, dass er ADHS hat, verbringen die mehr Zeit mit ihm zusammen. Ach, okay. Och, Bibi. Schatz, warum hast du nichts gesagt? So ein Drama wegen nichts eigentlich? Ja, aber jetzt mal langsam. Sie sagen gerade so ein Drama um nichts. Das ist ein Drama um ganz, ganz schön viel, nämlich um den Streit der Eltern untereinander. Und sie hat immer den Eindruck, dass sie vielleicht daran mitschuld ist. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass sie das Gefühl geben, dass sie als Eltern zusammenhalten. Also. Wir lieben dich. Macht's gut. Coco hat sich bei ihrer Klassenlehrerin entschuldigt. Auch Frau Horn hat ihre Fehler eingesehen und die Einträge in Cocos Schulakte gelöscht. Coco darf auf dem Gymnasium bleiben. Lisa und Felix Schmidt haben sich eine Therapeutin gesucht und verbringen einmal in der Woche mit ihrer Tochter gemeinsam einen Familientag.